Hallo und herzlich willkommen zu Let's Rock Games. Wir sind jetzt hier beim Pfad, goldenen Pfad und werden jetzt eine weitere Aufgabe für den goldenen Pfad erledigen. Es wird wieder interessant sein, was Amila und ja, der andere Typ, hat den Namen schon wieder vergessen, diesmal denn für Argumente haben, damit ich mich für sie entscheide. Ich kann ja Fußball spielen, ne? Trippeln. Und das war dein Tor. Und Tor. Entschuldigung. So, auf geht's. Du bist eine Dealerin und nichts anderes. An wen erinnerst du mich noch? Ach ja, Pagan. Ich bin wie Pagan, weil ich eine Vision für Kyrat habe? Ich versuche nur, uns aus deinem dritten Weltsumpf zu ziehen. Das ist unsere Geschichte, unsere Kultur, unsere Tradition. Tradition? Zum Beispiel kleine Mädchen verheiraten? Ist das das? Ist das dein großer Plan für Badra? Oh, tu es doch! Tu es einfach! Zeig AJ, was für ein Mann du bist! Der wollte jetzt eh nicht lang. Jetzt ist nur dran. Immerhin, da sind wir uns einig. Sie hatte gar keine Wahl. Pagan hat nur dazu gezwungen. Er hatte ihre Familie. Und wie viele Familien hat sie getötet, um ihre zu retten? Es ist egal, warum sie es getan hat. Sie muss bezahlen. Wie jeder andere auch. Ich entscheide, was mit Noor passiert. Die sind sich zum allerersten Mal einig, habe ich das Gefühl. Und da muss ich jetzt eher entscheiden, was damit jetzt passieren soll. Alter, 1200 Meter entfernt. Sag mal, habt ihr ihn an der Waffel oder so? Wie komm ich denn eigentlich da oben rein? Hab ich dir hier von Noor erzählt? Ja. Das ist meine Lieblingsgeschichte. Sie war früher Ärztin, eine barmherzige Seele und kam zu einer Hilfsaktion ganz zu Anfang meiner Herrschaft nach Kyrat. Und sie besaß die Frechheit, einen Bericht über Menschenrechtsverletzung durch mein Regime anzufertigen. Also habe ich sie später eingeladen, zurückzukommen und sich die Verbesserungen anzusehen. Ich lud ihre ganze Familie ein und sie kam mit Mann und Kindern. Ich brachte sie in einen Palast unter, organisierte ein kleines Meeting und fertigte eine PowerPoint-Präsentation an, einen 12-Schritte-Plan gegen Menschenrechtsverletzung in Kyrat. In Wahrheit zeigte sie Noor, wie ich Noors Leben zerstören würde. Paul de Pleur nahm ihre Familie als Geisel und ich brachte die große Menschenfreundin Dr. Najjar dazu, die dreckigsten Arbeiten in meinem Imperium zu verrichten. Unter uns, ich glaube, inzwischen gefällt es ihr. Und zwar sehr. Ah, das ist eine Schule. Ah, okay. Gut, dann hauen wir ja wieder ab. Also die Information von Pagamin war ja nun sehr informativ. Das ist die Frage, rechtfertigt das ihre ganzen Morde oder, ist schwierig zu sagen, ne? Wir müssen jetzt dahin, wir nehmen die Abkürzung vom Flughafen, ne, wir fahren von hier. Es ist schwierig zu sagen, ob es deswegen rechtfertigt oder nicht, ja. Da geht's raus. Ich glaube, hier ist jetzt ein Auto irgendwo da vorne. Wuhu! Nein, war doch kein Scheiße, sah so aus. Doch, hier ist es, ich hab's doch richtig gesehen. Brüder und Schwestern, die Royal Army greift den Außenposten an. Wir haben hart gekämpft, um ihn zu sichern. Jetzt kämpft, um ihn zu behalten. Schickt Hilfe! Geh mir auf den Sack mit ihren Außenposten retten. Weißt du das? Aber wir tun's, weil wir das toll finden. Er ist da unten! Der Sieg gehört uns!
So, und der Rest ist geflohen, aber jetzt müssen wir mal wieder ein bisschen auffüllen. Was für ein Gemetzel, ey. Aber wenigstens konnte ich mal in aller Ruhe den Granatentick dann ausprobieren. Ich hätte gedacht, der wirft die Granate, aber der zieht einfach nur den Stift von dem Kollegen raus und schmeißt ihn weg. Schmeißt die Person weg. Ich rücke vor. Muss ich mal überlegen, ob mir das wirklich so taugt. Ich denke mal, da ist Messerwerfen doch ein bisschen effektiver, gerade wenn man leise sein muss. Ach, scheiß drauf. Hui! Sorry, keine Zeit. Nichts passiert. Juhu! Unten ist eine Höhle, die will ich noch mitnehmen. So, jetzt muss ich ja wieder hoch irgendwo. Hallo, ich will hier irgendwie wieder hoch. Muss ich eigentlich über den Fluss? Alter, ich gehe voll in die falsche Richtung. Meine Fresse, sowas nervt mich gleich wieder. Dass die okay einen richtigen Navigationskompass hier haben. Ein anderes Auto. Blöde Bitch. Meins. Hieronymo! Das ist cooler. Alter, jetzt bin ich ja noch weiter weg als vorher, hab ich das Gefühl. Echt jetzt? Ich dachte, ich muss hierher. Selten dämlich, Alter. Sorry, dass ich da so völlig in die falsche Richtung geguckt habe. Aber solche Fehler gehören dazu. Manchmal übersieht man halt was. Ja, hier werde ich wohl nicht reinkommen. Okay, Zeit für Plan B. Ich sehe, dass du einige Namen dafür. So. Langsam kommen wir nach oben. Schwingt doch mal nicht so, du sollst hochklettern. Ach, ich kann hier nicht hochklettern. Hoch, 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 hoch. Ja, so gut aus. Ich hänge im Baum fest. Geschafft. So, übers Lüftungssystem.
Weil ich schön angeleuchtet für die Doofen, weißt du? Anscheinend. So, jetzt sind wir drin. Wo ist denn meine Waffe? Da. Haltet die Augen offen, Leute! Hey! Ist da jemand? Zeig dich! Ich leg dich um! Von wegen Elite-Garde. Euer Witz. So, wo lang? Da lang. Wir folgen einfach mal dem Punkt auf dem Bildschirm. Eigentlich wollte ich sie messern. So, also, so ähnlich. Aber naja, man kann nicht alles haben. Ich glaube, jetzt habe ich ein bisschen verkackt. Ah, da. Wir stellen sie zur Rede. Haben wir ja gesagt. Bürger von Führer!
euch Sieger zum Bejubeln und Verlierer zum Verspotten. Doch niemand Wasser und Blut, so verzweifelt wie die heutigen Gladiatoren. Aber es wird immer mehr Blut fließen. Eddie, wo ist meine Familie? Tut mir leid, Noah. Nein, nein! Tut mir echt leid, tut mir leid. Pagan ließ sie töten. Vor Jahren. Ich brauche dein Mitleid nicht. Ich will meine Familie zurück. Es tut mir ja leid. Aber immerhin bist du nun frei. Frei? Frei? Frei von was? Von den Menschen, die ich tötete? Von allem, was ich tat? Durch mich fanden sie Geschmack an Blut. Dein Blut. Mein. Ist es das, was ihr wollt? Mehr Blut! Hier! Da habt ihr's! Nehmt alles, ihr verdammten Tiere! Jetzt bin ich frei. Makaber. Stimmt es? Ist Noah tot? Mischfleisch wird langsam zum alten Hasen. Die Arena erwartet dich schon. Was ist da drin? Christe! Oh Mann, ey. So, wir gucken mal, ob wir endlich mal ein paar neue Fähigkeiten. Immer noch nicht, das kann da wohl nicht wahr sein. Wieder schon hier im zweiten Kapitel! Wie soll das hier noch weitergehen? Jo. Was machen wir jetzt? Jetzt warten wir mal, was der da sagt. Amete, das war's. Noah ist tot. Gute Arbeit, AJ. Der gesamte Süden gehört jetzt uns. Du hast den Menschen gezeigt, dass der Weg zur Freiheit nach vorne führt. Es gibt kein Zurück. Ganz egal, was Zabal sagt. AJ, es gibt Neuigkeiten von meinen Speeren. Die Truppen, die die Festung Ragatavada sichern, sind geschwächt und haben einem Angriff nicht viel entgegenzusetzen. Das ist ein guter Zeitpunkt, die Festung für den goldenen Pfad einzunehmen. Okay. Jetzt darf ich das Ende angreifen, sozusagen, da hinten. Oh, die gehen mir auf den Sack. Ich wollte das ja vorhin schon angreifen. Und die haben mich ja nie gelassen. Kann ich das jetzt schon angreifen oder muss ich vorher noch zu der Tusse rennen? Das ist wieder so ein Thema, wo ich mich... Nee, ich kann es direkt angreifen, dann machen wir das auch. Ah, Leute. Ich brauche mal irgendwas zum Wegkommen. Ich würde gerne so einen Helikopter fliegen, Alter, das wäre geil. Haben wir hier irgendwas zum Fahren oder was? Anscheinend nicht. Oh, schade, den hätte ich jetzt so pulverisieren können. Was für ein Riesenvieh. So. Das hat einen Mutterschaden, das müssen wir hier leider etwas wegbringen. Ja, komm. Ja. Das letzte Aufgabe mit Ema gelöst, so muss es sein. So funktioniert das System hier. Geh weg, du scheiß Vieh. Dann in Ruhe, hau ab! Oh, ein weißes diesmal.
Da hinten ist die Festung, oder? Ist das die hier? Eine weitere Festung, die wir jetzt einnehmen werden. Ja, passt. Oh, wir stürzen ab, nein, oh, war ein Scherz. Wollt bloß mit dem Gärtner spielen. Weiter geht's. Die Festung muss eingenommen werden. Da ich eigentlich kein Karma mehr brauche. Schnell Sinkflug, Sinkflug, Sinkflug. Ja, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Langsam und absetzen. Ja, wunderbar. Dann sehe ich aber keinen draußen. Dann vorsichtig trotzdem halt auch mal eine Spritze einjagen, mir reinjagen. Seht ihr? Da sehen wir schon ganz, 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 ganz viele Leute. Wie ich hier weiterkomme, ohne zu sterben. Ich bin vielleicht ein bisschen doof gespawnt, sehe ich gerade. Hätte da drüben landen sollen. Da ist einer mit... das ist ganz schön kompliziert. Mal gucken, ob ich da noch rüberfliegen kann. Weil von hier aus ist, zu starten ist... obwohl, ich könnte vielleicht drüber laufen. Ne, es geht nicht, ich komme da nicht hoch. Oh, ging. So, gelandet. Da ist einer. Na komm, bleib stehen. Ist schon kaputt, okay. Ich höre wohl schon wieder Gespenster. Okay, da sind zwei. Nichts gehört, wunderbar. Noch ein Alarm ist übrig. Wunderbar. Wie viele Kugeln habe ich jetzt noch? Ja, schlag mal lieber nach. Hm, Mist, der geht jetzt runter, aber da könnte man was ausprobieren. Wenn der jetzt dahin geht, wo ich denke, können wir richtig geilen Move ausprobieren. Hey, komm mal her. War das? Mist, die sollten sich eigentlich nie umdrehen. Aber. Er scheint zu glauben, er könne kommen und gehen, wie er will, und einfach irgendwelche Leute umbringen. Der Typ da drüber gelaufen, ich geh kaputt. Mann! Ich bete jeden Tag, dass wir uns nie gegenüber.
Mal wieder vor, du Sack. Scheiße. Machen wir es halt so. Dann noch immer. Perfekt, würde ich sagen, oder? Unentdeckt und ohne Alarm, Alter. Takedowns und das Bolzengewehr-Ding, Alter, das ist so eine feine Sache. Das ist eigentlich die Kombination. Richtig klasse. Nee. Nur den Typen ausrauben. Du hast eine Festung erobert und nur erledigt? Ich gebe zu, ich bin sehr beeindruckt. Die Hälfte der Festungen gehört jetzt uns. Das schränkt Pagans Möglichkeiten für Gegenangriffe drastisch ein. Okay. Die greifen jetzt zumindest nicht mehr an, weil die gibt's anscheinend jetzt nicht mehr. Also ich werde... Denke... Also ich werde definitiv... Das ist... Kommt auf jeden Fall. Die... Festungen... Nochmal spielen. Ja, also das ist, war so genial, das werden wir auf jeden Fall machen. Wir haben die Festung erstmal soweit eingenommen. Ich würde sagen, damit haben wir heute unser Soll erfüllt. Wir haben ein paar Leute getötet. Wir haben Nora... Eigentlich heißt sie Nore, wird sie geschrieben. Nora, sagen sie zu der. Haben wir eigentlich retten wollen. Sie hat sich aber selbst hingerichtet. Weil sie halt so viele Leute getötet hat. Ist wirklich Zwickmühlen, was die hier bauen. Das ist ganz schön schwierig. Aber wir werden schauen, das nächste, was wir machen werden, ist Amelia, die da hinten irgendwo ist, vermute ich mal. Und werden mal schauen, was die dann von uns will. In der nächsten Folge. Also, bis dahin.